So, liebe Leute, hier sind wir wieder. Beim letzten Mal hatten wir bei Dead Space ja Kapitel 1, ist jetzt auch schon ein bisschen näher. Und jetzt werden wir auch Kapitel 2 machen. Da pipapu, hier ist es. Und das laden wir jetzt mal ganz flugs. So. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch, wie wir mit unserem Luftschiff so ein bisschen explodiert sind. Daraufhin weiterlatschen mussten. Jetzt heißt Intensivstation das nächste Kapitel und wir werden mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. So, da ist Isaac und wo ist er denn jetzt? Da ist er. Ich habe immer so das Gefühl, dass die Monster uns gleich am Anfang in Zukunft Aufgabe hinzugefügt, finde ich auch sehr schön. Alles in Ordnung. Soll ich die erschießen? Ich wusste, Alter! Wie du es gesagt hast. Das ist deine Frau, oder? Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. Wir könnten es nicht. Deine arme Frau. Aber ich hoffe, wir können diese Frau greifen und. Hier tritt auf seine Frau drauf. Ich würde das. Ups. Finde ich jetzt gerade hier alles. Bist. Oh! Sag mal. Scheiße. Bin ich gerade voll im Zeug hier verhangen. Ich war gerade ein bisschen still, habe ich auch ge. Oh, sieht ekelhaft aus. Habe ich gerade echt meine Frau enthauptet oder so? Upsi. Ist wohl ein bisschen fail gelaufen. Egal. Hier ist ein Shop, das finde ich natürlich geil. Oh, dieses Ding nervt mir die ganze Zeit um mich rum. Hier Kravenzen. So, Shop 300 Credits haben wir, das können wir natürlich voll vergessen. Keine Ahnung, wie viel Geld werden. Ja, super, wir sind arm wie Sau. Aber das ist so wie das Chinese, das ich jetzt mit der Frau gemacht habe. Das nennt sich Chinese. Wo habe ich jetzt hingetreten? Scheißteil! So, danke. Hier läuft schon wieder irgendwas rum. Das ist echt assi, Mann. Echt assi. Boah. Wir wurden angegriffen. Du Arsch. Tot. Gerade war sie noch hier und dann. Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Alter, ist ein bisschen laut. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir eine Cowl. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn sie zum Leichenschauhaus wollen. Ja, ist ja gut. In der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Ach nee. Ist sie gar nicht, oder? Ah, oh, hat mich das gerade geschockt, dass ich im Ziehmodus war und mal. Meine Fresse. Ja, okay, wir machen jetzt erstmal weiter. Plasma-Energie ist natürlich eine super Sache. Es ist doch echt assi hier. Lebenserhaltung? Was soll denn Lebenserhaltung sein? Kann ich das kaputt machen? Nö, schade. Ah, hier ist was zum kaputt treten. Hallo, treten. Dann ist er drauf und daneben. Medipack, ein fliegen und wirrendes Fliegenpack, genau. Und Speicherstatus. Ich liebe Speicherstatus. Ihr merkt schon, ich bin halt beim Reden total neben der Spur, also ich bin doof mit dem Reden, kann man sagen. Aber das ist mir total egal. Ich meine, der Speicherstation, nicht Speicherstatus, wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen in diese Tür hier rein. Ich mag die B-Taste, die sagt mir, wo ich hin muss. So, und ja, mach auf! Gehst du das mal auf?
Herzeug. Schon wieder sowas. Ih, der ist tot. Oh, es nervt. Ja, ist gut. Schön, dass die über einen alternativen Feuermodus verfügen. Ich weiß das. Ich kann ihn nämlich hier auch so ändern. Und ich mag das übrigens auch so. Das habe ich auch, glaube ich, im Let's Play 1 schon gemacht. Kapitel Nummer 1. Was ist denn hier los, Mann? Alter! Ich weiß gerade nicht mehr, auf welcher Taste die Straße ging. Ach, das war auf C. Gut. So, lass uns mal hier reingehen. Da ist noch zu. Gefährliche Anomalie registriert. Was jetzt? Quarantäne wurde aktiviert. Boah! Eine Scheiße. Boah. Irgendwas kreucht hier doch noch. Nur wo? Ätzende kleine Scheißviecher. Okay, gehen wir mal lang. Ich finde es eine scheiß Idee, nach unten zu fahren. Das Vieh ist tot, oder? Alter! Ja, schön für dich! Aber darauf gebe ich ehrlich gesagt auch einen Shit, weil ich glaube dir nicht so wirklich, dass die Quarantäne aufgehoben ist und ich laber wieder mal so wenig. Happy! So, was zappelt das Teil noch? Okay, das war jetzt echt ekelhaft. Ich finde es halt echt irgendwie krass, dass durch Tritte die ganzen Körperteile hier abgeschlagen werden können. Ja, öffnen.
Habe ich erwähnt, dass ich die Musik in solchen Spielen scheiße finde? Eine Plasma-Energie-Lektüre rum. Cool. Sonst scheint es hier nichts wirklich. Ein was? Was in Gottes Namen geht da unten vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk. Ich bin mir nicht sicher. Hilfe. Wir müssen annehmen, dass die Probleme ohne mit der Kolonie in einer Weise mit dem Marker zusammenhängen. Ja, genau. Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich. Hä? Und Sie, Sie wissen das. Gottes Wege sind rätselhaft. Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Dann können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen. Warum so beunruhigt? Beunruhigt? Captain, da unten sterben Menschen. Sie töten einander. Ist dieser Irrsinn die Transformation, die Unitology uns lehrt? Terence. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Mein Inventar ist voll? Genau das beunruhigt mich. Tatsache, mein Inventar ist voll. Aber das ist eine gute Sache. Weil dann kann ich hier mal so ein kleines Medipad benutzen und dann ist wieder Platz für Inventar. Was für ein schlauer Zug von mir. Ich bin ja so schlau. Daneben. Hier wollte ich rausfinden. Geht nicht. Ja genau, das finde ich auch cool. Plock. Wieder Plasma-Energie. Noch geil. Noch geil, genau. Noch geiler. Liegen die aufeinander? Okay, das ist kein Gegner. Ehrlich gesagt, ich finde diese Szenerie echt assi. Wo muss ich lang? Lass mal laufen. Ich mag diese Gegend hier nicht. Da rein. Gut, bin dabei. Ah, Items. Was ist da drin? Plasma Energie, mein Inventar ist voll. Das mit dem Inventar ist so seine Sache, das habe ich auch schon gemerkt. Oh, Speicherstation. Juhu, Speicherstatus. Was? Mit dem Inventar, wie schon gesagt, habe ich so gemerkt, ist so seine Sache. Das ist nämlich irgendwie dauervoll. Also auch beim letzten Spiel, das ich gehabt habe, trotz drei Waffen, das Inventar war dauervoll. Und hier haben wir das ja noch erweitert. Und immer noch ist es echt dauervoll. Das ist echt krass. Also ich habe bis jetzt kein Inventar gefunden, das mir ausgereicht hätte. Wie noch zu? Alter! Ja. Okay. Das war mal ein Mensch, warum konnte ich da nicht rein? Schwimmender Embryo. Oh mein Gott. Ah, verpiss dich doch, du. Hehe, Fußball. Arsch. Das sind doch nicht die Embryos, oder? Embryos. Oh, und das Spiel lag. Irgendwie tut es mir an die Typen leid. Der wackelt noch. Das ist doch assi. Ist das assi. So, weiter geht die Fahrt. Und nach oben. Aufzüge. Mecker, 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 mecker. Aufzug, Aufzug, Aufzug. Ich traue dem Frieden nicht.
Na, das ist tot. Hui! Nachladen. Und weiter geht die Fahrt. Haben wir jetzt gerade da rausgesprungen? Puh.